Hey Immobilfans, ich bin Emil und stelle euch den Audi SQ8 Sportback e-tron vor. Und heute teste ich nicht selbst, sondern bin mit prominenter Begleitung unterwegs. Ihr kennt ihn sicherlich alle und ich hätte mir keinen sympathischeren Testfahrer aussuchen können. Ich darf zusammen mit dem Skiass Felix Neureuther entlang der deutschen Alpenstraße unterwegs sein. Und unser Zielort ist der neue Audi Charging Hub in München. Felix, gib Gas! Yes! Boah, diese Beschleunigung ist immer wieder Wahnsinn. Felix, dein Beruf war Profiskifahrer. Wie schnell wird man auf der Piste? Ja gut, ich war jetzt Riesenslalomfahrer, wird man jetzt nicht ganz so schnell. Aber im Riesenslalom fährt man schon so teilweise, ja, bis zu über 100 km/h. Und die Abfahrer, die fahren sogar bis zu 160 km/h. Das klingt richtig gefährlich. Schnell. Wie findest du, fährt sich der voll elektrische Audi SQ8 Sportback e-tron? Warte mal, ich muss noch mal einmal was machen. Oh. Boah, Beschleunigung, gewaltig. Halt, fahr weg. Zick, 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 zick. Super, richtig sportlich, Reichweite perfekt. Genügend Platz ist auch da für die Kinder, ja, kannst alles einpacken. Du hast sogar auch Platz. Von dem her ein perfektes Auto. Und seit wann fährst du elektrisch? Elektrisch fahre ich, seitdem ich mit dem Skifahren aufgehört habe, also jetzt so circa 4 Jahre. Wie sind deine Erfahrungen mit E-Autos im Alltag? Die sind sehr gut, weil, ich sag mal so zu 98% fährt man eigentlich nur Kurzstrecke. Schaffst alles locker mit einer Ladung. Und alles, was länger ist, muss man sich halt anpassen, ja, und ein bisschen organisieren, aber geht mittlerweile auch sehr, sehr gut. Okay, hast du einen Tipp für lange E-Autofahrten mit der Familie? Mein Tipp ist der, dass man sich natürlich auch organisieren muss und dass man aber dann, wenn man die Pause macht, dass man die als Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder sieht. Weil die Kinder sitzen dann lange im Auto drin, die werden ein bisschen hippelig und sind halt etwas gelangweilt. Und deswegen, immer wenn wir eine Ladepause machen, dann gehen wir raus und spielen Spiele, die Kinder können rumhupfen. Und es tut eigentlich sehr, sehr gut, weil die Kinder danach wieder ganz ruhig im Auto sitzen können. Okay, und welche Band darf auf keiner Playlist fehlen? Auf keinen Fall fehlen darf Coldplay, weil ich bin sehr großer Fan von Coldplay und von Chris Martin übrigens auch. Und Johnny Cash. Johnny Cash muss immer mit dabei sein. Das klingt nach guter Laune. Super, Felix. Vielen Dank für das sympathische Interview. Sehr gerne. Wir hatten zusammen jede Menge Spaß. Felix ist genauso begeistert wie ich von Audis Elektro-SUV der Oberklasse. Denn der sieht nicht nur ultrasportlich aus, sondern punktet auch mit einer super Reichweite und einer wirklich sehr coolen Ausstattung und Verarbeitungsqualität. 3 Elektromotoren sorgen für eine fast lautlose Beschleunigung. Und wenn ihr eine Schnellladestation ansteuert, dauert das Aufladen von 10% auf 80% gerade mal eine halbe Stunde. Und natürlich hat der Audi SQ8 Sportback e-tron den Quattro Allradantrieb. Wenn euch mein Video zusammen mit Felix gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wie findet ihr den Audi SQ8 Sportback e-tron? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Test. Euer Emil.